Das geschah beim letzten Mal. Verdammt! Und so geht es weiter. Komm, steh auf. Das war doch nur ein kleiner Hopser. So, hallo und herzlich willkommen bei, ich hoffe, der letzten Folge. Ich hoffe nicht, ich kann es gerne so weitergehen. Das ist recht spannend, was daraus geworden ist. Aber wir sind jetzt in der weiteren Folge und jetzt geht das weiter. Es sieht nach Endkampf aus. Zoe! Zoe! Wach auf! Wach auf! Warum? Wie kannst du das... Wie kannst du diese Jumpscares machen? Das geht gar nicht. Ich probiere jetzt mal so eine Fallbombe. Bist du noch ein tollwütiger Hund? Wird dein Leid beenden? Zeig's mir! Komm! Komm her. Komm, put. Die scheint ja ganz gut zu funktionieren. Laden. Vollständig geladen. Kennst dich doch, oder? Weißt du noch, wie ich dir als Kind die Nase gebrochen habe? Weißt du noch, wie ich dich in den Sumpf geschmissen habe? Vollständig geladen. Laden. Vollständig geladen. Laden. Komm, steh auf. Das war doch nur ein kleiner Hopser. Laden. Soll ich mal den Speer werfen? Oh, der ging daneben. Ach, die kann ich wieder einsammeln, wenn ich daneben schwarz. Das ist cool. Wie er mir einfach hier Sideslaps verpasst, ey. Komm. Kannst du doch nur mal eine Schelle verpassen hier, oder was? So. Komm schon. Vollständig geladen. Laden. Das ist ein Abschied von der Familie, Bruder. Ja, komm. Was? Das Auge. Das Ganze hatten wir schon mal, aber... Sorry. Sorry. Halt durch. Gleich geht's dir besser. Zoe! Zoe! Wach auf, Zoe! Joe?
Was ist los? Geht's dir gut? Mir geht's gut, mach dir keine Sorgen. Es ist jetzt vorbei. Los, 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 los! Stehen bleiben! Die Hände hoch! Runter! Waffen runter! Waffen runter! Ist okay. Sie sind wohl zu Rebecca. Wer fragt denn? Chris Redfield. Wir haben nach Ihnen gesucht. Wir helfen. Ihnen wird es gut gehen. Er ist gerade mit dem Stift gepiekt. Ich war 3 Jahre mit diesen Monstern eingesperrt. Alle wollten mich umbringen. Unglaublich, dass es vorbei ist. Hör mal. Tief im Innern waren sie noch deine Familie, die dich liebt. Besonders dein Daddy. Selbst in seinen letzten Tagen. Wir haben sie. Toughes Mädchen. Ja, natürlich. Moment. Jemand möchte sie sprechen. Zoe. Zoe, bist du da? Du bist das. Ich glaub's nicht. Du hast es geschafft. Das haben wir beide. Du hast mich nicht vergessen. Ich sagte, ich schicke Hilfe. Und ich halte meine Versprechen. Danke, Ethan. War ein schöner Abschluss. Muss man sagen. War ein schöner Abschluss. Ich wünsche mir mehr. Oh. Nette Wortspielerei. Ich will. 7 Schläge ausgeteilt. Schleichangriffe. Verwendung. Boxerpuppen gesammelt. 11. Champion-Puppen. Wäre natürlich geil zu wissen, was. Okay, okay, okay. Eine Flinte kriegen wir jetzt. Als Waffe dazu. Okay. Macht aber nichts. Dies geht ja hauptsächlich um die Geschichte, finde ich. Und die war schon wieder echt als DLC echt gut erzählt, finde ich. War cool. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es kommen noch weitere Resident Evil Teile raus. Resident Evil 7 hat mich insgesamt sehr begeistert. Das war ein hervorragendes inszeniertes Spiel. Und man fühlt sich echt wieder zurückversetzt in die ursprünglichen Resident Evil Sachen. Obwohl es in First Person ist, aber ich finde, das ist echt genial geworden. Also Hut ab, Capcom, Hut ab. Ja, mal gucken, wie es mit welchem Spiel weitergeht in Zukunft. Ansonsten auch gerne mal bei Twitch vorbeigucken, da bin ich auch ab und zu mal zu sehen. Und ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!